Die E-Mobilität von Volkswagen ist kläglich gescheitert. Mit einem neuen Beweis werden wir in diesem Video darüber sprechen, denn der Chef von VW, Oliver Blume, fordert jetzt Förderungen vom Staat, sprich durch unsere Steuergelder sollen wir dieses schlechtere Automobil fördern, wie es über die letzten Jahre hinweg gelaufen ist. Und es ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, dass wir wieder dafür aufkommen sollen als steuerzahlende Bürger. Und damit moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist für kritischen Content, jetzt ein Abo dalassen. Und direkt als Disclaimer an dieser Stelle hier vorweg, das ist kein Hate oder Hass oder sonst was Video über E-Mobilität. Absolut nicht, meine Freunde. Es geht mir darum, klar zu sagen, wer ein E-Auto fährt, und ich habe viele von euch in der Gemeinde hier, die zuschauen, die sagen, die fahren gerne E-Auto, das fährt top, ich habe eine Ladeinfrastruktur, habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, kann günstig meinen Strom laden, super. Wer das passt und für wen das passt, ist das klasse. Dass man aber andere Leute versucht, ein Verbrennerverbot aufzudrücken und ähnliches, das ist eine absolut bodenlose Frechheit. Und dementsprechend passt das für mich nicht zusammen. Und genauso möchte ich für mich frei entscheiden, was genommen wird oder was man nehmen kann, ohne dass eine Mobilität irgendwie deutlich bevorzugt wird, wie das beispielsweise bei der E-Mobilität seit Jahren läuft. Durch Förderung, sprich bis zu 9.000 Euro gab es vom Staat und von den Herstellern. Dann gibt es die Steuerbefreiung, Kfz-Steuerbefreiung für die Elektroautos. Die dürfen auf Busspuren in manchen Städten fahren, was eine absolute Bevorteilung ist und eine Benachteiligung auf der anderen Seite von allen anderen und so weiter und so fort. Diese Liste ist ja wirklich sehr, sehr lang. Jetzt aber zurückzukommen auf VW, die haben wirklich ganz große Probleme. Und das ist genau das, was ich euch angekündigt habe. Wir haben ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben März oder im Februar diesen Jahres einen Rückgang der Neuzulassung für Elektroautos von fast 30%, 28,9 irgendwie sowas um die Kante, also circa 30% Rückgang, was wirklich ganz, ganz heftig ist. Daran sieht man einfach, dass die Leute erstens sich das Auto nicht leisten können, vielleicht auch nicht leisten wollen und auch nicht daran glauben und es vielleicht auch nicht umsetzen können, weil in ihrer Stadt beispielsweise verboten ist, eine Wallbox zu installieren, weil 7 Nachbarn von den 10 Nachbarn schon eine Wallbox haben. Gibt es Probleme? Das ist das grundlegende Problem, dass sie dann die Ladeinfrastruktur nicht zu Hause haben. Wir wissen aus der Stadt Oranienburg, dass man dort nämlich ebenfalls große Probleme jetzt hat und sagt, ja, Neuanschlüsse werden nicht gemacht. Und dann hat man natürlich als E-Auto-Fahrer große Probleme. Und das sind die Sachen, die auf uns zukommen, wenn hier weiterhin so dran festgehalten wird. Und man muss sich ja überlegen, dass es dann hier heißt, VW drohen Strafzahlungen in Höhe von mehreren Millionen Euro. Denn der Konzern verkauft zu viele Verbrenner und zu wenige E-Autos. Ja, aber wie kann das denn sein? Der Markt soll doch frei entscheiden, was genommen wird, was der Bürger haben möchte. Und nicht einfach nach dem Motto, ja, Moment, nehmen wir doch die Förderung hier, nehmen wir das da. Das sind Lenkungsmöglichkeiten des Staates, die absolut nicht zusammenpassen. So was macht man nicht. Das muss man doch wirklich klipp und klar sagen. Dass der Markt sich selbst reguliert, ist ein ganz altes Sprichwort und da ist was Wahres dran, wie ich persönlich finde. Aber hier heißt es nämlich in diesem Artikel, es gibt ein Zukunftsthema bei VW und das ist in Relation zu dem, was Tesla gerade angekündigt hat. Für den 8.8. wird das sogenannte Robotaxi veröffentlicht. Und das bedeutet, dass, gerade mit dem Kolga, ich bin ja hier am Flughafen New York City, fliegen jetzt gleich los, ich muss mich noch ein bisschen beeilen, dass die nämlich bei Tesla, der Elon Musk gepostet hat, du zahlst $99 im Monat und dann hast du diese Robotaxi-Funktion. Was ist das genau? Das Auto fährt 100%, ohne dass ein Mensch drin sitzt. Das heißt, du sitzt zu Hause, sagst dem Auto, du musst die Frau abholen, ist irgendwo einkaufen, zack, schickst das Auto dahin. Das ist absolut irreal und kommt mir vor wie im Science-Fiction-Film. Aber in den USA wird das definitiv kommen. In Deutschland, Europa, schwierig und wird lange dauern, bin ich ganz überzeugt. Aber nichtsdestotrotz, da wird etwas passieren. Wenn jetzt VW aber hingeht und sagt hier, mit dem Taxianbieter oder Taxidienst Moia, M-O-I-A heißt das, der gehört zum VW-Konzern, wollen sie, Zitat, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, also irgendwann zwischen 2026 und 2030, dann nämlich in Hamburg die Fahrzeuge automatisiert fahren lassen. Ja. Und am Ende in weltweit bis zu 70 Städten fahren. Ja, Leute, das ist noch ein langer Weg und man sieht dann einfach wieder mal Tesla komplett dran vorbeiziehen, wie das richtig funktioniert. Die Strafzahlungen sind natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil VW, denen geht es finanziell gut über die letzten Jahre hinweg und alles, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein riesengroßer Kostenfaktor, wenn du, Zitat, zu viele
Verbrenner verkaufst. Aber das ist doch die Frechheit. Die Verbrenner verkaufen sich doch, weil die Leute es offensichtlich haben wollen, weil es die bessere Technologie für eben diese ist. Und dann kann es doch nicht sein, dass man sagt, nö, dann müssen die jetzt Strafe bezahlen, wenn die von ihrem Produkt, was die Bürger haben möchten, zu viele verkaufen. Es ist absolut nicht rational und auch schon mal gar nicht ökologisch oder ökonomisch, das ist das richtige Wort, sondern planwirtschaftlich. Das ist reine Planwirtschaft, die sich hier gerade ergibt. Also wirklich absolut lächerlich, wie ich persönlich finde. Und dann heißt es hier zum Beispiel so im Zitat, haben rasanten Hochlauf der chinesischen Hersteller unterschätzt. Ja, das habt ihr definitiv. Ihr habt euch auf ruhig da ausgeruht und gedacht, dass man hier Sachen machen kann. Es gibt ja die Situation, dass der ID4 beispielsweise in China deutlich günstiger ist. Wie kann das denn sein? Warum wird das Fahrzeug denn dort deutlich günstiger verkauft als in Deutschland? Man kann natürlich argumentieren, ja, das ist ja auch dort günstiger hergestellt. Aber teilweise werden die Fahrzeuge ja hergestellt, meines Wissens, und werden nach Deutschland gebracht. Also ein und dasselbe Fahrzeug. Dann kann man natürlich darüber reden, dass man den Preis ein bisschen anhebt, weil die Überschiffung kostet und so weiter. Aber nichtsdestotrotz nicht in der Relation, was das Fahrzeug hier mehr kostet. Und dass die Bürger dann unzufrieden sind, wenn sie sehen, ja Moment mal, die Chinesen, die können das auch nicht schlecht. Mein Vater beispielsweise ist gerade in einen Tesla Model Y, also dieses kleine SUV, mal Probe gefahren, weil er sich dafür interessiert. Und genauso auch dieses BYD-Modell. Und der sagte auch, das sind beides Top-Fahrzeuge. Er wird jetzt auch noch den ID4 fahren, da kann ich euch dann auch mal drüber berichten, wenn es da was Neues zu gibt. Und dementsprechend, VW hat verpennt. VW hat ganz klar verpennt. Und jetzt befinden sie sich hier offensichtlich in der Planwirtschaft und hoffen darauf, ihr schlechtes Produkt irgendwie über Steuergelder finanziert bezahlen oder verkauft zu bekommen und von den Bürgern bezahlt zu bekommen. So ist es richtig. Nein, Leute, das ist schon einfach nur unfassbar. Und man muss sich ja überlegen, dass das Ganze ja seit Jahren läuft. Warum waren denn die Automobilhersteller so irre und haben der Regierung alles abgekauft und mitgemacht? Die sind ja selbst verschuldet in diese Situation reingekommen. Und dass sie jetzt hier nach staatlichen Forderungen schreien, ja, sorry, aber das seid ihr selber schuld. Badet es jetzt auch bitte selber aus. Das haben wir nicht zu verschulden. Ich nicht und ihr ebenfalls auch nicht. Das darf so nicht weitergehen, Leute. Nee, das ist schon sehr, sehr krass. Und im Zitat sagt der Herr Blume, die E-Mobilität läuft in Europa nicht so schnell hoch, wie wir uns es gedacht haben. Ja, das konnte man ja jetzt auch nicht ahnen, Herr Blume, dass ein teureres Auto, was für viele, den durchschnittlichen Bürger, die deutlich schlechtere Wahl zum Verbrenner und dem Ganzen drumherum, wie gerade eben mit der Ladeinfrastruktur und allem ist, dass dieser eben deutlich weniger Absatz und Anklang findet. Ja, sorry, aber wer das nicht verstanden hat, der hat wirklich keine Ahnung. Ich sehe gerade, mein Flug geht jetzt gleich los. Wir fliegen jetzt nach Haus. Dementsprechend, Leute, schreibt eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Dankeschön, bis zum nächsten. Ciao.